So, ich darf euch mal meine neuen Mitbewohner hier vorstellen. Und zwar haben wir hier sogenannte Mörderwanzen oder Mordwanzen oder Raubwanzen, man nennt die auch Raubwanzen. Also die Art heißt Platymeris bigudatus. Auf Deutsch bezeichnet man sie auch manchmal als Weißflecken-Raubwanzen. Diese Tiere kommen normalerweise in Westafrika vor. Ich werde dann einige Videos in Zukunft machen, wo ich dann mehr über diese Tiere erzählen werde. Auf jeden Fall habe ich hier einige adulte und ein paar Larven und dann habe ich noch zwei ganz winzige Tiere hier. Und die werde ich jetzt nach Alter auftrennen. Also die Adulten kommen in ein Terrarium, die Larven in ein anderes und diese ganz winzigen Tiere kommen nochmal in ein kleineres Gefäß rein. Also dieser Rüssel, dieser Saugrüssel, den die Tiere haben, den benutzen sie, um ihre Beutetiere anzustechen. Die werden dann gelähmt, indem sie ein Gift von der Wanze verabreicht bekommen und dann werden die ausgesaugt. Der Stich dieser Wanzen kann auch für Menschen relativ schmerzhaft werden. Ja? Deswegen ist Vorsicht geboten und die können auch ihr Gift über eine bestimmte Distanz versprühen. Ja, und wenn das dann in die Augen gelangt, dann kann das auch die Hornhaut beschädigen. So, also jetzt habe ich mal das Terrarium der ausgewachsenen Tiere gemacht. Ich werde dann da noch nachher noch ein paar Stücke aus Baumrinde reintun, damit die sich besser verkriechen können, weil die leben in freier Wildbahn eben auch oft in hohlen Baumstämmen. Also diese Wanzen benutzen ihren Saugrüssel eben nicht nur, um ihre Beutetiere zu lähmen bzw. auszusaugen, sondern auch sozusagen als Strohhalm, um Wasser aufzunehmen. So, jetzt werde ich Ihnen noch ein bisschen was reintun, damit sie sich auch verkriechen können. Und dann freue ich mich auf zukünftige Beobachtungen. Und wahrscheinlich werden auch ab und zu mal ein paar Videos über diese Tiere kommen. Und wenn euch giftige Tiere interessieren, also ich habe da so ein kleines Buch geschrieben, ein Crashkurs über Gifttiere und Tiergifte, das gibt es auf Amazon zu kaufen. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, da gibt es auch immer was über Gifttiere. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.